Hallo, grüß dich. Wie geht's? Uns geht's gut, danke. Wir sind ein bisschen nervös, weil wir im Herbst an der neuen Schule anfangen. Aber es sind Spaß alles, eigentlich. Ja, uns geht's auch gut. An welcher Schule fangt ihr eigentlich an? Wir fangen jetzt im Herbst an der HKW in Landeck an. Hoi, da sind wir auch. Oh, es trifft sich eh perfekt, weil ich hatte noch ein paar Fragen, falls es für euch okay ist. Ja, fix, schießt los. Wenn wir am ersten Tag zur Schule fahren, wo müssen wir dann überhaupt aussteigen, also beim Bus? Das ist ganz einfach. Die Bushaltestelle heißt Brücken und da sind sowieso mega viele Leute. Einfach denen alle nachgehen und irgendeiner kennt den Weg. Okay, safe. Danke. Und wenn wir angekommen sind, wo müssen wir dann hin? Wo ist da der genaue Treffpunkt? Also eigentlich treffen sich die ersten Klassen immer im Eingangsbereich und da warten sie dann zusammen auf den Herr Direktor und auf die KVs, die dann zur Begrüßung kommen. Und die stellen sich dann auch schon bei euch vor. Und dann gibt es die ersten Infos und anschließend folgt dann die Einteilung von der HAK und von der HLW. Und die HLW-Schüler gehen in den Speisesaal ins UG und die HAK-Schüler gehen in den Medienraum im dritten Stock. Und dann erfahrt ihr auch, wo eure Klassen sind. Okay, alles klar. Und was passiert anschließend? Die KVs lesen dann die Namen vor und so erfolgt dann die Klasseneinteilung. Danach bekommt es eine Infomappe mit ganz vielen Informationen und Unterlagen und die KVs werden dann den Inhalt von der Mappe eben erklären. Okay, müssen wir dann was Genaues mitnehmen, zum Beispiel für die Infomappe? Eigentlich braucht ihr nur eine kleine Tasche, wo ihr dann die Infomappe verstauen könnt und in der Infomappe drin ist eh schon ein Kugelschreiber. Okay, und wie lange dauert der richtige Schultag? Er beginnt um 9 und er endet um ca. 20 nach 10. Okay, und der zweite Schultag? Ist er von der Zeit her gleich oder ändert sich da was? Ja, ab Dienstag beginnt dann die Schule um 7.45 Uhr und am zweiten Schultag bekommt ihr dann alle weiteren Infos für die restliche Woche. Okay, danke für die Infos. Macht's euch einfach nicht so viel Gedanken. Die Lehrer werden sich schon gut um euch kümmern und macht's euch einfach nicht so viel Stress. Bis September. Ciao. Ciao. Bis September.